geht ab, meine Freunde? Und welcome back zu einem weiteren Full Day of Tapir oder Full Day of Eating? Ich sage mal Full Day of Eating, denn in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich es schaffe, relativ gut in Shape zu sein und trotz allem ohne zu tracken. Zudem wir heute Besuch haben in Hamburg. Wir bedeutet Oscar und ich, denn wir haben heute... Und zwar den Victor haben wir hier in Hamburg. Checkt seinen Kanal, den verlinke ich auf jeden Fall in der Beschreibung und sein Instagram. Peace, Freunde. Würde mich freuen, wenn ihr mich besucht. Also kommt vorbei. Ihr seid herzlich willkommen. Zudem wollte ich den Besuch als Anlass nehmen, ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Und zwar Steroide. Nehmen wir welche? Würden wir welche nehmen? Und was wäre, wenn? Doch vorab, meine Freunde, wir haben es jetzt mittlerweile 3:30 Uhr im späten Nachmittag oder frühen Nachmittag. Ich habe noch nichts gegessen. Auch einer der Tricks, wie ich versuche, relativ lean zu sein, und zwar zu fasten. Und jetzt gibt es erstmal ein paar Proteins, damit ich für den restlichen Tag erstmal abgedeckt bin. Klassische Mahlzeit, ihr kennt es von mir, für diejenigen, die neu auf diesem Kanal sind, erstmal herzlich willkommen. Zum Verständnis, es ist natürlich kein Video für Veganer, muss man sagen, das ist viel Fleisch, außer Frage, 500 Gramm Chicken Nuggets. Das Besondere an denen, die haben gerade mal 1,2 Gramm Fett auf 100 Gramm. Und bei 500 Gramm Hähnchen sind es roundabout fast 100 Gramm Proteine. Was bedeutet, dass ich mit dieser Mahlzeit wirklich den größten Teil meiner Proteine, wie ihr merkt, auch Priorität für mich, allgemein gedeckt habe. Zusätzlich für einige Mikros und ein paar Ballaststoffe hier nochmal diese Rotkohldose mit gerade mal 68 Kalorien auf 100. Und ich kann euch sagen, es schmeckt wirklich mega geil. Schnell zubereitet in der Mikrowelle. Das bedeutet, Gesamtkalorien ungefähr dieser Mahlzeit liegt so roundabout bei 800. Wenn du wüsstest, dass Testosteron deinem Körper nicht schadet, würdest du es nehmen? Was heißt nicht schade? Ja, wenn es keinen Einfluss, keinen negativen Einfluss hat auf deinen Körper. Schwierig, schwierige Frage. Kann ich echt gar nicht beantworten, weil ich weiß einfach, für mich, ich würde sagen nein. Aber aus dem Grund, weil ich einfach zu sehr schon trainiert, zu lange trainiert habe. Ich habe schon 9 Jahre trainiert und ich will einfach nicht diese 9 Jahre einfach so wegwerfen und wie alle anderen sein. Für mich war immer so das Ziel zu sein, einfach irgendwie, ey, du ziehst durch, weil du es kannst, weil du Spaß daran hast und nicht, weil einfach jeder es macht oder wie auch immer. Und schwierig. Nein, aber nee, glaub nicht, nee. Ja. Oscar, wenn du stoffen würdest, würdest du es deiner Community erzählen? Ja, also ich bin der schlechteste Lügner überhaupt. Ich sage immer alles offen heraus, auch wenn ich mich manchmal damit in die Scheiße reinreite. Aber ich würde nicht anfangen zu stoffen, aber wenn, dann würde ich es auch. Dann würde ich alle Karten offenlegen. Fett, wobei ist egal, Haribo Schlümpfe. Boah, wie krass. Und trotzdem werde ich jedes Mal gefragt, Tapir, wie schaffst du das, relativ in Shape zu sein, trotz, ich sag mal, trotz diesen ganzen Stuff? Du isst doch immer so viel. Das war eigentlich die meist, eine der Fragen, die mir am häufigsten gestellt wurde auf der FIBO. Du isst zu viel und trotzdem bleibst du lean oder in Shape und wirst nicht unmäßig fett. Es ist eigentlich relativ einfach, meine Freunde. Viele machen da so ein riesen Geheimnis drum. Ich sag's immer wieder, jeder, der es mir schreibt, jeder, der auf der FIBO da war, Bewegung.
bewegt euch. Das ist wirklich alles. Es muss nicht mehr sein. Natürlich, ich faste sehr oft, ungefähr 3-4 Tage der Woche, je nachdem, wie es bei mir passt. Ich bewege mich aber auch viel. Nach jedem Gym, nach jedem Training gehe ich vor allem auf dem Laufband zu 20 bis 30 Minuten Walking, Stufe 4. Also ich halte meine Schritte sehr hoch. Das kann ich euch mal zeigen eben. Du sagtest, du fastest 3-4 Mal in der Woche. Ja, Fasten in dem Sinne, dass ich das intermittierende Fasten mache, ja. Von morgens bis ungefähr 15, 16 Uhr. Das war damit gemeint. Klugscheiße. Spaß. Also schaut mal jetzt hier rüber. Wir haben eigentlich, das ist ein Tag seit langem, habe ich mal unter 10.000 Schritte geschafft am Dienstag, wobei ich davor über 20 hatte, deshalb habe ich das so akzeptiert. Trotzdem an diesem Tag habe ich laut Fitbit über 3000 verbrannt, weil das Training, Movement allgemein sehr intensiv war. 13, 18, 14, 15, 13, 17, 16. Und das ist es eigentlich, meine Freunde. Das ist es. Haltet euren Körper in Bewegung. Wenn ihr zum Beispiel so die einfachsten Tricks, ihr sitzt im Büro und ihr wisst nicht, wie ihr euch bewegen sollt, parkt das Auto einen Kilometer weiter weg. Lasst das Auto mal stehen, geht zu Fuß einkaufen. Oh ja, du musst mit der Bahn zwei Haltestellen fahren. Ja, dann ist das halt so. Du willst lean bleiben, du willst viel essen, du willst genießen, dann nutzt diese Tricks, nutzt deine Möglichkeiten und wunder dich nicht. Nicht jeder, viele sind der Meinung, man muss, um aufzubauen, Muskeln aufzubauen, muss man fett werden. Ich war auch 2 Jahre lang fett oder habe mich fett angefressen, war eine Erfahrung wert. Grundsätzlich ist es nicht notwendig, es ist notwendig, dass euer Training passt. Das ist viel wichtiger. Läuft euer Training, ist es ein ganz simpler Umkehrschluss, euer Körper muss sich diesem Gewicht oder dieser Steigerung, dieser Progression anpassen. Es ist einfach so. Und da könnt ihr auch Maintenance essen, plus minus null oder nur 50 Kalorien im Überschuss sein. Euer Körper wird sich anpassen in einem gewissen Abstand, je nachdem, wie fortgeschritten ihr seid oder nicht. Und wenn du auch der Meinung bist, dass es alles von deiner Aktivität abhängig ist, dann baller in die Kommentare Hashtag KitKat. In the path of righteousness, I walk higher, toss liars in the pit of hell, caught in a crossfire, caught fire from the big guns. These is not revolvers, violence only creates confusion. It ain't a problem to solve it. Let's go. My skin is my dress code. Just know I need a personal Jesus. I'm in Depeche Mode. Best show is when the bullets hit the flesh flow. This ain't a movie, dog. You know it when your chest is blown. Every day will test me. Nobody will ever fucking catch me. I live to be the best. This is all I got. I ignore the pain, cause the pain will never stop. You're better than this. I'm better than this. You're better than this. I'm better than this. You're bigger than this. I'm better than this. You're bigger than this. I'm better than this. You're bigger than this. You're bigger than this. I'm better than this. It's not because of money, works in my blood, and I
abschließend gesagt, meine Freunde, ich habe bisher gefrühstückt. Das habt ihr gesehen, gefrühstückt in dem Sinne um 15, 16 Uhr. Das waren ungefähr so 800 Kalorien. Der Burrito lag so roundabout auch bei 800, 200 Kalorien für die Nachos mit Käse. Dann habe ich nochmal ein KitKat gegessen, ein paar dieser Stangen, einen riesigen Apfel. Das heißt, ich komme auf grob irgendwas um 2400 Kalorien und ich habe laut Fitbit, wir haben es nach 12 schon, 4000 Kalorien verbrannt mit fast 20.000 Schritten. Dementsprechend bin ich natürlich im Defizit. Was mache ich in dem Fall? Natürlich ist es ein sehr großer Vorteil für mich. Ich genieße das manchmal, defizitär zu sein, denn das gibt mir die Möglichkeit, nicht unbedingt krass zuzunehmen. An solchen Tagen gleiche ich das aber aus. Das bedeutet, in den nächsten zwei Tagen werde ich einfach so unterbewusst ein bisschen, zwar nicht richtig tracken, aber probieren, so einen leichten Überschuss zu fahren. Und um nochmal zurück auf das Thema Testosteron, Steroide zu kommen, weil die Jungs dazu schon ein paar Worte gesagt haben, möchte ich auch dazu mich nochmal äußern. Und zwar ist es so, sicherlich habe ich schon mal dran gedacht, jeder Athlet, und sag mal ganz ehrlich, hast du schon mal dran gedacht? Dann schreib mal in die Kommentare Hashtag Testo. Wenn du wirklich mal dran gedacht hast, sei mal wirklich ehrlich, mal direkt was zu initiieren, ob es jetzt Testosteron ist oder irgendwelche Substanzen, die dir helfen, schneller Muskel aufzubauen. Auch ich habe dran gedacht, aber ihr müsst eins bedenken bei dem Ganzen. Es gibt nur zwei Wege. Wenn ihr anfängt, Testosteron euch zu geben, gibt es kein Zurück mehr. Denn wir alle trainieren ja auf ein Ziel hin. Ein Ziel, ein optisches Ziel in unseren Augen. Wenn wir dieses Ziel durch ein Hilfsmittel erreichen, das sogar in unserem Körper fühlen und dieses, sagen wir, Testosteron absetzen, dann haben wir gar nichts mehr, wohin wir trainieren können. Versteht ihr, was ich meine? Weil ohne diese Substanzen werdet ihr nie an diesen Punkt mehr kommen. Das heißt, das Training ist in dem Fall überflüssig. Das bedeutet, wenn ihr damit anfangt, das soll keine Hilfestellung, keine Anleitung sein, keine Empfehlung, wie gesagt, dann gibt es kein Zurück mehr. Und da muss man sich wirklich todsicher sein. Deshalb vernachlässigt das nicht. Auch ich denke drüber nach. Ich denke auch ein Oscar daran gedacht, wie er schon gemeint hat, auch ein Victor und sonstige Leute. Deshalb, Leute, vernachlässigt das Thema nicht. Und wenn ihr wirklich mal dran gedacht habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen über euer Feedback. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir haben es jetzt schon nach 12. Und jetzt reicht es aber auch. Deshalb danke ich euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Video.